Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Betzler, Kinder- und Jugendarzt. Wenn es aus dem Ohr läuft, was bei Kindern gar nicht so selten vorkommt, dann hat das nach meiner Erfahrung bei den meisten Kindern eine ähnliche Vorgeschichte, nämlich einen länger dauernden Schnupfen. Auch vergrößerte Polypen in der Nase spielen eine Rolle, aber dazu später. Damit Sie verstehen können, was da genau passiert, müssen Sie erstmal die Anatomie des Ohres kennen. Hier sehen Sie die Ohrmuschel, den äußeren Gehörgang und das Trommelfell. Das Trommelfell ist eine luft- und wasserundurchlässige dünne Membran, die das äußere Ohr vom Mittelohr trennt, die Geräusche, also Luftschwingungen, aufnimmt und sie an die Gehörknöchelchen weitergibt. Das Mittelohr ist eine Höhle, in der sich diese Gehörknöchelchen, Hammer, Amboss und Steigbügel befinden. Sie ist im Normalzustand mit Luft gefüllt und hat über die eustachische Röhre eine Verbindung zur Nase, wo diese Luft auch herkommt. Das kennen Sie wahrscheinlich alles noch vom Biologieunterricht. Die im Zusammenhang mit dem laufenden Ohr wichtigste Eigenschaft des Mittelohres müssen Sie jetzt aber unbedingt wissen. Ihre Oberfläche wird von einer Schleimhaut gebildet, die ständig einen Flüssigkeitsfilm erzeugt, der über die eustachische Röhre in die Nase abläuft. Wenn nun zum Beispiel durch einen längeren Schnupfen, der zu einer zunen Nase und damit zur Abflussbehinderung führt, diese Flüssigkeit nicht mehr abfließen kann, staut sie sich immer mehr auf, bis sie die Mittelohrhöhle vollständig ausfüllt und zu einer Vorwölbung und damit Spannung des Trommelfells führt. Und das hat natürlich unangenehme Folgen. Es führt zu schlechterem Hören, da das Trommelfell dann nicht mehr richtig schwingen kann, aber vor allem zu ziemlichen Ohrschmerzen, die mit zunehmender Spannung immer mehr werden, bis der Druck zu groß wird und das Trommelfell platzt. Das heißt, es entsteht im Trommelfell ein Riss, auch Perforation genannt. Das ist quasi ein von der Natur so vorgesehener Notausgang, über den die unter Druck stehende Flüssigkeit in den äußeren Gehörgang und so nach außen statt wie normal nach innen in die Nase abläuft. Und das sieht dann in Realität typischerweise so wie auf diesem Bild aus. Sie sehen eine bernsteinfarbene Flüssigkeit, die aus dem Ohr läuft. Oft entdecken die Eltern auf dem Kopfkissen oder Schlafanzugkragen des Kindes am Morgen ebenfalls gelbliche Flecken von dieser eiweißhaltigen Flüssigkeit. Ebenso typisch ist, dass mit dem Rauslaufen der Flüssigkeit die Ohrschmerzen verschwunden sind und es dem Kind dann meist gar nicht so schlecht geht. Entsprechend richtet sich meine Behandlung nach diesen Begleitumständen. Hat das Kind bis auf den Schnupfen und die kurzfristigen Ohrschmerzen anschließend nur ein laufendes Ohr mit dieser bernsteinfarbenen Flüssigkeit, bestehen kein Fieber und keine Beschwerden mehr, reicht nach meiner Erfahrung eine einfache lokale Behandlung mit 3%iger Wasserstoffperoxidlösung und die Gabe von abschwellenden Nasentropfen in die Nase völlig aus. Wasserstoffperoxid hat die chemische Formel H2O2, hat also ein Sauerstoffatom mehr wie Wasser, das Sie als H2O kennen. Die Wasserstoffperoxidlösung führt zur Desinfektion und zur Reinigung des Gehörgangs. Sie sehen hier auf diesem Bild, welche Wirkung es hat. Es führt zu einer Schaumbildung und das kitzelt. Und deshalb nenne ich dieses Wasserstoffperoxid für die Kinder auch gerne Kitzelwasser. Es reichen meist nur wenige Tropfen mittels einer Pipette oder einer Spritze. Und solange dieses Wasserstoffperoxid zur Schaumbildung führt, solange macht es Sinn, es 2 bis 3 Mal täglich ins Ohr hineinzuträufeln. Am besten im Liegen und für einige Minuten. Freilich ist damit das Problem des behinderten Ablaufes in die Nase nicht gelöst und es ist deshalb sinnvoll, regelmäßig über einige Tage mit abschwellenden Nasentropfen die Nasenschleimhaut zum Abschwellen zu bringen und damit den normalen Abfluss nach innen in die Nase wieder möglich zu machen. Auch die Nasendusche mit Kochsalzlösung kann dabei bei größeren Kindern, wenn sie mitmachen, hilfreich sein.
Genauso ist das Einatmen von feucht-kalter Luft, wie es sie im Winter draußen in Fülle gibt, besser als die trockenwarme Stubenluft. Und noch ein einfacher Tipp mit großer Wirkung. Schlafen sollen die Kinder auf der gesunden Seite, also mit dem laufenden Ohr oben. Und das kennen sie von sich selbst. Wenn sie mit Schnupfen auf der Seite schlafen, geht immer das untere Nasenloch zu. Und entsprechend geht das obere Nasenloch auf und damit das Ohr eben auch. Und noch ein Tipp. Größere Kinder mit Ohrproblemen häufig zuckerfreien Kaugummi kauen lassen. Das führt zur Massage und im Idealfall zum Öffnen der eustachischen Röhre, da sie in unmittelbarer Nähe, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kiefergelenk liegt. Es gibt noch eine zweite mögliche Ursache für ein laufendes Ohr, mit allerdings anderen Begleitumständen. Die eitrige Mittelohrentzündung mit Riss oder Perforation des Trommelfells. Hier kommt es zu starken, anhaltenden Ohrschmerzen, meist begleitet von Fieber und einer deutlichen Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes und zum Herauslaufen einer eitrigen, also gelb-grünen, rahmigen Flüssigkeit. Hier reicht die lokale Behandlung mit Wasserstoffperoxid nicht aus. Hier muss meist antibiotisch behandelt werden. Dieses Wasserstoffperoxid bekommen Sie entweder von Ihrem Kinderarzt oder Kinderärztin verschrieben bzw. in der Apotheke. 3%ig sollte sie sein. Jetzt werden Sie sich bestimmt noch fragen, was passiert denn mit dem Riss im Trommelfell? Der heilt in der Regel nach kurzer Zeit wieder folgenlos zu, vor allem wenn der normale Abfluss in die Nase wieder möglich ist. In diesem Zusammenhang ist es auch sinnvoll, auf die Paukenröhrchen hinzuweisen, von denen Sie bestimmt auch schon mal gehört haben. Diese Paukenröhrchen halten quasi diesen Riss im Trommelfell künstlich offen, sodass bei den Kindern, bei denen es wegen einer Abflussbehinderung über längere Zeit zu einer Flüssigkeitsansammlung hinterm Trommelfell kommt, die Flüssigkeit stets nach außen ablaufen kann, ohne dass es zu einer Spannung am Trommelfell und damit zu Schmerzen und zur Hörbeeinträchtigung kommt. Insbesondere bei Kindern, die ständig eine zu enge Nase haben, kann dieses Einsetzen der Paukenröhrchen ins Trommelfell, das man auch Paukendrainage nennt, notwendig werden. Diese Röhrchen verbleiben im Idealfall einige Monate im Trommelfell und werden dann irgendwann von alleine in den Gehörgang abgestoßen. Laufende Ohren gibt es viel häufiger bei Kindern als bei Erwachsenen. Warum? Bei Kindern ist alles eh schon klein, insbesondere die Nase und die eustachische Röhre. Da braucht es nicht viel, dass sie auch verstopft. Und jetzt komme ich auch noch auf die Polypen zu sprechen, die bei Kindern oft vergrößert sind und zu unangenehmen Problemen wie Mundatmung, starkem Schnarchen und schlechterem Hören und eben auch zu laufenden Ohren führen können. Diese Polypen sitzen ganz in der Nähe der Mündungsöffnung der eustachischen Röhre in der Nase und können, wenn sie vergrößert sind, den Ausführungsgang verstopfen, was, wie Sie jetzt ja wissen, zum Flüssigkeitsstau bis ins Mittelohr, zur Spannung und Schmerzen am Trommelfell bis hin zum Platzen und damit zum laufenden Ohr führen kann. Und jetzt danke ich Ihnen für Ihr Durchhalten bei diesem etwas längeren Video, aber dafür wissen Sie jetzt bestimmt vom laufenden Ohr deutlich mehr.